Leute, was gibt's für uns? Und herzlich willkommen zu weiteren Squabbler Battle, bei dem es übertrieben teuer wird, denn es ist ein 105 Millionen Coins SBB und der Gegner ist Enza. Was geht ab, Freunde? Ich sage euch ehrlich, ich bin sehr angespannt heute, weil es sind viele Coins heute am Start, deswegen, ich sag nicht viel, lehnt euch zurück und genießt. Wir haben schon mal sehr geile Starspieler, die auch einiges wert sind. Das Verrückte ist halt, wir sagen es jedes Mal, aber es ist halt momentan wieder komplett der Fall. Ihr habt die letzten Male richtig supportet und eskaliert. Wir wollten sogar 120 Mio Coins SBB machen. Und das hätte mit dem Team von mir auf jeden Fall auch gepasst. Das wäre vor einer Woche noch 60 Mio wert gewesen. Aber die Preise sind halt so respektlos gedroppt. Zum Beispiel mein Starspieler Vinicius habe ich noch für 11 gekauft. Der ist jetzt eine Woche später. Oder? Der ist ja schon, der ist in der letzten Stunde schon wieder eine Million gesunken. Es ist so verrückt, was mit dem Markt passiert. Deswegen, wir mussten schon alles zusammen scheppeln, zusammenkratzen, dass wir jetzt... Stand jetzt wenigstens auf 105 kommen. Bis zur nächsten Woche oder so. Vielleicht bis das Video online geht. Wer weiß, wie viel die Teams bis dahin wert sind. Aber ihr werdet sehen, die Spieler haben richtig Qualität. Bei mir, bei dir sicher auch. Sonst hättest du die Coins nicht erreicht. Du hast Bellingham als Star, ne? Ich habe Bellingham als Star. Deswegen ganz cool. Bellingham versus Vini. Mal gucken, was die können. Ich habe noch nicht gespielt. Auch große Maschine. Große Maschine. Dann würde ich sagen, halte ich mal als erstes einfach rein, was ich glaube, welche Spieler du am Start hast. Okay. Ich starte einfach dann mit dem Sturm auf ganz entspannt. Ja, alle drei vorne. Wir haben sogar die gleiche Formation, komischerweise. Aber damit konnte man halt gut bauen irgendwie, ne? Brauchte man so. Genau, 3, 4, 2, 1. Ansonsten immer schwierig, auf die Coins zu kommen. Boah, ich muss deinen Starspieler im Sturm spielen. Deswegen habe ich hier auf jeden Fall den Vinicius Junior. Bombenkarte. Hier als Stürmer. Neben ihm habe ich auf jeden Fall dann Kane. 97er. Einfach 11 Siege Rewards, beste. 11 Siege Rewards, läuft. Ja, genau. Und im Sturm Mbappé. Endlich, Bro. Ich war ja richtig lost beim Aufschreiben. Ich bin gar nicht auf die Links gegangen, Digga. Vinicius ist ein Real Madrid-Link. Kane ist ein England-Link. Aber bei diesen Coins-SBBs achtet man eigentlich gar nicht auf Chemie, weil man kann ja so viele Icons, wie man möchte, reintun. Am Ende kriegt man eh Chemie. Deswegen habe ich da gar nicht dran gedacht, Links aufzuschreiben, sonst kommen die auch nicht. Heute kamen die mal. Gut, dann darfst du die auch verdienterweise mitnehmen. Aber Mbappé, der teuerste Mann im Game. Nee. Oh, der liegt raus. Wir müssen dazu sagen, wir schreiben diesmal auch gar nicht mit auf irgendwie linker Stürmer, rechter Stürmer, mittlerer Stürmer, so wie wir es letztes Mal gemacht haben. Weil das letzte Mal zum Beispiel bei dem Coins SBB über 100 Mio durfte ich einfach mit Full Team spielen. Also da war es dann wieder zu schwer, die zu erraten. Vielleicht ist heute wieder zu leicht. Ich weiß es nicht, wir werden es sehen. Ich habe auf jeden Fall schon mal einen gesniped. Mal gucken, wie viel du bei mir rausholst. Du kannst auch Tafel reinhalten. Das Ding ist, wir schreiben uns ja schon ein paar Tage früher, was wir dann aufnehmen sollen. Ich habe das Team mal so auf Footpin gebaut, was ich so kaufen muss, was nicht. Und wir haben vor 2 Stunden über Bellingham geredet. Der ist irgendwie 3 Millionen gesunken. Deswegen dachte ich mir, bei Mbappé chill ich noch 15 Millionen Coins. Weil den kann man echt beim SBB erraten. Ja, Gott sei Dank, sonst hätten die auf jeden Fall die Steuern nicht auseinandergenommen. Bronze-Keeper nimmst du direkt oder wartest du noch ab? Ja, doch. Also vorne Top 3 dort, Bronze-Keeper, ja, Bronze-Keeper wird mitgenommen. Okay. So, ja, mal gucken. Also ich bin sogar zufrieden, wenn 2 überleben von 3, dann sage ich, hat man sogar hier schon einen guten Fang gemacht bei so einem SBB. Bist du ready für meine Karten? Ja, ich bin ready, ich halt rein, komm. Bitte. Ich liebe ihn, aber ich benutze ihn irgendwie meistens bei den Videos nicht so häufig, weil man vielleicht weiß, dass ich den habe, aber heute kommt der Move. Cruyff Golasso, für die Golassos vorne, dann... Für die Meter, für die Kopfbälle versuche ich Haaland noch mit reinzuschmuggeln. Und dann Tots oder Toti? Team of the Year. Und dann für die Coins. Man kennt's. Kylian Mbappé. Ja. Ey, man muss ihn spielen fast. Man muss ihn fast spielen, wobei R9, Cruyff. Ja. Ich habe R9, Mbappé und Pelé aufgeschrieben. Mbappé muss man leider mitnehmen. Aber du hast eigentlich noch andere Alternativen. Ne? Du hättest statt Mbappé auch einen Krulic spielen können. Ich habe auch einen Mbappé getroffen. Krulit wäre gut gekommen eigentlich. Ja, keiner hat auch Krulit aufgeschrieben. So Mittelsturm. Letztes Mal habe ich den, glaube ich, benutzt, als ich Full Team hatte. Aber naja, okay. Auch Joker? Ja, komm, ich bin auch ohne Joker. Perfekt, ich kann kein Deutsch mehr. Ja, auch mit Joker. Junge. Gut, ich weiß nicht schon, wer da hinkommt. Ja, okay, egal. Es wird bei beiden ein Krasser überlebt, aber es stehen auch 3 Krasse im Team, also. Let's go. Okay, Mittelfeld. Guck mal, mein Ziel ist heute, 3, 4 Spieler zu treffen, weil letztes Mal Gameplay, weißt du noch, kannst dich erinnern, bei dir rote Karte, dann noch discarded, obwohl du gefühlt mit 5 Tonnen Abstand gewonnen hast. Vielleicht heute sowas mit den Spielern. Ich halt rein. Ey, das letzte 100 Mio ist, was wir gegeneinander gemacht haben. Da habe ich eigentlich echt mit 3, 4 Toren gewonnen. Du musstest dann so 4, 5 Millionen discarden. Und ich habe aber rot bekommen und musste so
5, 6, 7 Millionen Diskarden wegen einem Spieler. Ihr erinnert euch dran, diesmal keine rote Karte. Dass man heute 3, 4 rät, ist halt wirklich möglich. Schreibt mal in die Kommentare, aber was findet ihr besser? So dieses andere Prinzip, dass man genau die Position aufschreiben muss oder so wie heute? Weil beim einen spielt man halt vielleicht Full-Team, hier wird jetzt vielleicht was erraten, was ja beim ASBB auch Sinn der Sache ist. Kein Plan. Trotzdem, ich hoffe erstmal, dass die erste Spielerin, ich nehme schon mal vorweg, durchrutscht. Denn so wie ich vorhin nicht an den Link gedacht habe, den du in deiner Mannschaft mit England hattest, mit Bellingham und Kane, so denkst du hoffentlich nicht an diesen traumhaften Norwegen-Link zwischen Haaland und Hansen. Ich glaube, den hat man wirklich nicht auf dem Schirm. Hansen Tots, eben hat sie noch Frauen-Champions-League-Finale gewonnen, gemeinsam mit einer anderen Spielerin, die jetzt reinkommt, Bormante, die hat sogar getroffen im Frauen-Champions-League-Finale. Die beiden habe ich und jetzt hoffe ich einfach, dass du noch ein paar Icons aufgeschrieben hast. Ich gehe gerade mit sehr, sehr wenig Icons. Es bleibt dabei. Kolf ist mein einziger Icon. Auch der nächste ist keine. Es ist Bellingham. Ja, ja, wenigstens. Guck mal, ich sag dir ehrlich, ich habe fast zwei getroffen. Ich habe Puteas aufgeschrieben. Dann habe ich Bellingham aufgeschrieben. Ja, muss irgendwie auf die Coins kommen. Und rechts, ich habe ehrlich an Hansen gar nicht gedacht, obwohl Hansen einfach so ein guter Link zu Haaland ist. Und habe Mohamed Salah aufgeschrieben. Das heißt. Boah, das stimmt, das wäre ja auch aber ein Link gewesen. Premier League Link halt dann zu Haaland. Genau. Ja, okay, auch, genau, war auch genau. Eine Idee. Du hast einfach Puteas und die beiden anderen von Barca rutschen durch. Das ist crazy. Also mir war klar, dass irgendwas wahrscheinlich gehittet wird. Aber höchstwahrscheinlich sogar Bellingham, der halt der Klasse. Da musste ich Glück haben. Hätte auch sein können, du schreibst irgendwie Garrincha, Zidane, Vieira auf, dann wäre er durchgerutscht. Aber ja, Bro. Ich sag dir ehrlich, es gibt viel Auswahl, aber wenn du mal die Preise anguckst, kannst du mal gucken, wie viel Minus du mit Hansen gemacht hast? Weil du hast ja 5 Ich hab die noch nicht geholt, tatsächlich. Ah, okay. Also, ich hab die noch nicht geholt. Ey, falls sie erraten worden wäre, wollte ich nicht diesen Verlust mitnehmen. Aber ich hole sie jetzt gleich und dann kommt sie gleich in die Mannschaft. Ich halte aber erstmal jetzt die Tafel rein. Perfekt. Ich starte rein. Guck mal, ich wollte die Karte irgendwie durchdribbeln, aber ich weiß, ob du dran gedacht hast. Die Karte, die ich jetzt spiele, kann auch linker Mittelfeld spielen. Und zwar Musiala. Musiala, ich hoffe, du hast nicht dran gedacht. Den habe ich auch in Rot. Ich sage euch ehrlich, 11 Siege Meter. Also es gibt nichts Krasseres. Rechter ZM, boah, ich weiß nicht, ob du den hast oder die hast. Puteas. Geistkarten Karte 96. Ja. Und rechts Mittelfeld. Bro, bitte denk einfach nicht an das Gleiche. Ja, ich habe auch Hansen. Was? Das ist das erste Coins-SBB, glaube ich, wo jemand Hansen benutzt und dann benutzt direkt beide sie? Ja. Ich schwöre, ich glaube, die wurde noch nie benutzt. Jetzt ist sie im Doppelpack einfach da. Ist das krass? Nee, ich habe sie auch nicht. Ich bin mit einer Icon gegangen, bei dir aber bisher auch wenig Icons. Also ich habe Zidane, dann Frimpong, weil er rechtes Mittelfeld kann und halt auch Bundesliga ist. Und Musiala, also da, nein. Also auf den Link, also diesen Bayern-Link, der musste ja irgendwie noch so. Klar, man hätte auch weiter mit England und Icons sich krampfen können, aber irgendwie, den musste ich schon aufschreiben. Ich finde das so eine Lost-Aktion. Ich gehe England, links Mittelfeld, ich denke mir, wo ist Musiala? Der spielt aber in Deutschland. Ich bin so dumm einfach, ne? Ja, wie gesagt, das heißt, links Mittelfeld Bronze. Ich dachte, irgendwie kommt der durch, aber. Ja, scheiß drauf. Und jetzt ist ganz wild. Eben standen schon viele Namen immer auf der Tafel, jetzt stehen noch mehr drauf. Nämlich 4 Namen. Da wir beide mit Dreierkette spielen, machen wir es einfach so, dass beide direkt alle Innenverteidiger und den Keeper reinhauen müssen. Das heißt 4 Namen, da kann man schon mal ein, vielleicht auch 2, 3, 4 erraten. Ich bin ready, ich hab die Tafel drin. Perfekt, ich starte dann einfach mal rein mit meinem mittleren Innenverteidiger, der einfach so ein krasser Link zu Mbappé war, den ich leider nicht spielen kann. Und zwar Hernandez, nicht Theo Hernandez, sondern Lucas Hernandez. War aber Link zu Mbappé gewesen. Linker Innenverteidiger ist obvious, namens Rüdiger. Die Team of the Season Karte, brutale Karte. Im Tor gehe ich dann, ja, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass du sie treffen wirst. Das ist eine geile Team of the Season Karte, ich weiß gerade nicht, ob sie angezeigt wird. Perfekt, da, Lola Gallardo, Team of the Season. Und rechter Innenverteidiger, um das noch Vinicius zu linken, Carlos Alberto. Torwart, keine Chance. Ich weiß nicht mal, wer das ist, den du da reingestellt hast. Ich habe Van der Sar am Tor und in der Verteidigung bin ich auf die Links gegangen. Für Mbappé und Vinicius habe ich Marquinhos. Für Vinicius und Musiala habe ich Rüdiger. Und für Vinicius noch und als Icon Carlos Alberto.
Weil da gab es noch eine brasilianische Icon jetzt dabei. Digga, zwei Spieler weg! Bro, zwei weg! Das macht ein Vierer! Das macht ein Vierer! Du wolltest vorhin bei mir, du meintest, willst bei mir 3-4 haben, ich habe 4 bei dir. Aber ich rede nicht zu viel, bevor du gleich bei mir alles hast. Warte, bei mir war gerade Brain offline. Du hast jetzt Rüdiger und Carlos Alberto getroffen. Ja, Rüdiger und Carlos Alberto. Ja, Bro, ein Innenverteidiger spielt. Ich kann direkt PlayStation ausmachen, Mann. Okay, aber du hast Dings, du meintest, du hast Hernandez in der Mitte. Das ist noch geiler, ja. Kann ich über außen einfach diesen Bronx vorbeirennen. Ui! Ich hab so Bock, aber jetzt, ich warte erst mal jetzt ab, was hier bei mir passiert. Also ich mag das auch so mit aufschreiben, dass man möglichst viel erraten kann. Ich find's, man kann ein bisschen durchmixen, aber ich find's auch so cool, um ehrlich zu sein. Bist du ready? Ja, ich hab jetzt noch die Bronzespiele reingemacht. Ich bin ready. Aber ein bisschen im Bruch, sage ich dir ehrlich. Ein Innenverteidiger ist hart. Ich halt einfach mal reinkommen. Kann aber auch sein, dass ich das hier gleich wieder mega uncool finde, wenn es jetzt nicht läuft. Wir haben als linken Innenverteidiger. Ja, der ist halt dadurch, dass das ein älterer Toti ist. Ich finde, der ist irgendwie immer unterm Radar, obwohl der Millionen kostet. Ruben Dias Toti. Oh mein Gott. Dann haben wir einen Mann, den habe ich richtig lange nicht mehr gespielt. Richtig, richtig lange. Und der sollte damit auch vielleicht unterm Radar sein. Ich meine, jeder weiß, dass der Innenverteidiger kann. Aber trotzdem, Lothar Matthäus, Toti-Icon. Oh. Ja, dann, Chemie ist halt auch so ein Ding. Man muss ja die Chemie zusammenkriegen. Du bist mit Hernandez gegangen. Ich bin mit Marquinhos gegangen. Vielleicht hat das dann aber geklappt. Und im Tor, ja, ich habe halt ungefähr die genommen, die ich selber auch aufgeschrieben habe. Fanda, seit ich auch auf Tafel hatte. Haben. Im Tor dachte ich Cech oder Wanda, sag ich, wusste, du bist der Icon spielen. Hab Cech aufgeschrieben, Van Dijk, City League bin ich auch raufgegangen, aber bin auf Akanji gegangen, weil ich dachte, du hast das 91er Evo vielleicht im Verein. Aber wenigstens ein Marquinhos getroffen, um irgendwas noch zu treffen. Marquinhos, ach Alter, ist krank, ich gehe hier rein und sage, ich will 4-5 Spieler treffen, weil wir sind einfach 4 Spieler, 3 Spieler weg. Ach man. Ja, okay. Dann hab ich 3 Bronzen plus 4 Bronze Vorteil für mich. Und mit Fanda saß immer riskant im Tor. Ich hab sogar extra letztes Mal, habe ich sogar Kassiers genommen. Weil an den denkt man auch nicht. Man denkt immer nur Fanda sei Tschech. Heute Risiko gegangen, ist nicht ausgezahlt. Geiles Team. Okay, dann lass ins Game gehen. Let's go. Okay, dann kommen jetzt die Teams. Bisschen Bronze sollte dabei sein. Den Keeperin bin ich auch so gespannt, Red wie über dir spielen wird. Legende. Der Redman, ehrlich, Legende. Boah, da wurde viel zerpflückt auf guten Positionen. Aber es sind auch noch Top-Spieler, die richtig teuer sind drin. Also eigentlich perfekt alles. Oh Mann. Redman mit viel Idee. Der war aber ehrlich gut. Muss man ihm lassen. Ball. Ja, ah. Great. Das ist Tor. Great. Oh mein Gott. Er hätte den noch rein, Alter. Ja. Er hätte eiskalt noch rein. Ja, schon wieder Quatsch hier vom Rambo. Hier sind noch die ganzen Bronzekarten, da kann man noch durchgehen. Nein. Redman! Bro, er kann nicht treffen. Redman! Ja, ja, bei mir natürlich kein Glück. Joho! Ja. Servus! Nice. Rein. Oh, das war so gut gemacht. Nein! Ich hab sogar Tor in die falsche Richtung gebucht. Das gibt's doch nicht, Mann. Hey, du hast trotzdem irgendwie eine Viererkette, obwohl du eigentlich eine Dreierkette hast. Hä? Die supporten ja richtig da hinten auf korrekt. Ich komm dann am supporten. Aber irgendwo wird schon eine Lücke hier gleich sein. Zum Beispiel hier. Nein. Oh, ja, Mann, endlich. Dieses Abwarten, das ist geil. Das kannst du so gut. Dieses Abwarten, wo ich denke, okay, jetzt schießt er drauf, dann warst du nochmal ab und da ist der Ball jedes Mal drin. Ja, immer Geduld haben, ist Lücke das. Komm schon. Saarland. Nein. Schon bessere Mitnahmen gesehen in meinem Leben. Aber ist okay. Kein Abseits. Oh was? Wunder. Oh was? Was? Nein! Ey, oh wieso passt du zum Gegner? Ja, ey, ich hab ja. Die falsche Ecke gemusst, Digga. Ja. Oder? Boah, Marty carried. Ich sag, du machst Finesse-Schuss, ich move nach. Ach komm. Hernandez, okay. Haaland macht da schon irgendwie was draus. Oh. Ja, Redman! Redman, seit wann? Er ist der Beste. Redman, ich hasse dich. Ey, ich schwör's dir, ich träume jedes Mal von unserem Typen, Mann. Ja, dieser Matthäus, er ist so ein Macher da. Matthäus carried gerade so krass, ne? Er holt alles. Oder? Und dann immer dieser Platz, sobald ich Ball hab. Ist das crazy. Genau wie du gesagt hast, wie krass, die stehen Viererkette, seitdem stehen sie nicht mehr. Redman. Was? Da tritt der Ball vorbei, mein Pass. Das ist doll, Digga. Nein, guter Ball. Nein, zu. Oh mein Gott. Backflanke. Nein. Oh, du Dias. Ja. Nein. Hey, Halbzeit. Ey. Oh mein Gott. Halbzeit, Bro.
Halbzeit! Ey. Oh mein Gott, ey, rot! Oh mein, ey, wie dumm war das gerade? Oh, das war herrlich. Wie dumm. Das, also hätte Tor geben können, auch wenn du Ball richtig getroffen hättest, aber hätte rot geben können. Hm. Das sind irgendwie nicht mehr so die Lücken gerade. Bisschen schade. Doch, da ist Alter, sie. Alter, what the... Oh was? Mein Gott, ja, Bruder, schieß Oster, ne? Alles gut, Digga. Alles gut. Oh. Schwierig hier alles. Gutes Dribbling. Haaland, der muss drin sein. Ich dachte, du schießt wieder links. Ey, ich move, nimmt mich heute auseinander. Ich move jedes Mal falsch heute. Irgendwie. Nein. Nein, nein. Bro, bitte, was ist das? Oh mein Gott, Alter. Ich mach die PlayStation gleich kaputt. Ach, oh mein Gott, oh mein Gott. Ey, wen steuere ich? Ja! Digga, du bist so falsch. Was war das gerade? Leeres Tor, rennt über Ball. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, ey, das ist so krank. Oh mein Gott. Es ist korrekt, dass auf L2 Außenriss und Trickschuss ist, Bruder. Diese Lotterie einfach, man weiß nicht, was kommt, bevor man drückt. Perfekt, danke. Nein, er ist echt der schnellste Mensch auf Erden, Digga. Krass. Mein Gott, nein. Nein! Hey, bitte schieß! Hey, was? Ja, irgendwie Glück gehabt, ja. Einfach klären, Digga, wenn man schon blockt. Oh mein Gott. Graham. What the fuck, Bro? Einmal durch die Beine, Mann. Jeder normale Mensch hätte einfach wieder zurückgepasst. Guck mal, was Danny macht, der Ball geht sogar rein. Ich kann das nicht mehr. Komm, bitte, komm an, bitte. Natürlich, komm, bitte. Also, Ruben Diaz ist heute Dings. Der Typ ist heute in seiner Prime. Er denkt, es geht um Ballon d'Or. Ramney Redman. Oh mein Gott! Nein! Was soll ich da machen? Der Ball wird einfach nicht weg, Alter! Ey, ja, Bro, was soll ich drücken, Mann? Warte. Ja, rote Karte, Bro, gib, Digga. Fantastisch, Scheiße, dass der Ball viermal zurückkommt, das ist so geisteskrank. This game is crazy. Mann. Das ist crazy, Digga, das ist das Schlimmste. Man gewinnt Ballspiel, ist eigentlich um, man will nur wegschießen, ausschießen oder so. Oh, ein paar Gegner kriegt den wieder. Ist so krass. Das ist das Schlimmste, was geht. Neben Ball glitschen dann noch sowas. Okay, Freunde, wir sind beim Discord angekommen. Ey, ich bin echt im Bruch, das Spiel hat mich so aggressiv gemacht. Die Situation mit Kane, wo er einfach nicht mal auf den Ball geht, dann noch rote Karte plus Elfmeter, noch zwei Discards bekommen. So ehrlich, ich komme ohne Sinn. Es passiert immer so viel Müll, aber irgendwie überall und die ganze Zeit. Und keine Ahnung, ey, dieses Game ist weird und jetzt. Wie viel war jetzt? 5 Discards noch, wegen der roten sogar auch und alles. Wegen der roten einfach 2 Discards. Das kann ein kompletter Bruch jetzt werden, das ist wild. Hast du umgestellt? Bist du ready? Ja, ich hab umgestellt. Okay. Ich nehme als erstes Stürmer bei dir. Also mittleren? Ja, mittlerer Stürmer. Mittlerer Innenverteidiger auch. Ich habe viele Discards. Mach die ganze Verteidigung einfach direkt. Stürmer, ganze Verteidigung. Da habe ich sogar noch einen. Dann nehme ich noch rechte Stürmer. Bro, ich weiß, ob ich damit glücklich sein kann. Oder traurig sein kann. Aber du hast eines der besten getroffen. Einmal Kane, 97 Erstbesitz hatte ja. In Rot sogar. Wer tradable, kann man verkaufen. Aber erstes Besitzer Rot ist. Da hatte ich ehrlich Glück mit der Innenverteidigung, weil ich habe Kane in die Innenverteidigung getan. Mit zwei Bronze, du hast zwei Bronze erwischt. Hernandez getroffen und Lola Gallardo. Also ich sag euch ehrlich, eigentlich kann ich echt glücklich sein. Die rote Karte hat einfach komplett auseinandergenommen. Ein glücklicheres SUB. Ich glaube, die letzten Male musste ich immer 5 bis 7 Millionen Karten. Deswegen heute. Ja, warte, ja. Kane, Hernandez und diese Torhüterin? Ja, und zwei Bronzers getroffen. Ich weiß nicht, wie viel Hernandez kostet, aber... Okay, ja, werden schon so insgesamt über 3 Millionen sein, aber bei den Spielern, die noch da waren... Wenn einer bei mir 5 Schüsse hätte, wären, glaube ich, 30 Millionen geworden. Wenn ich 5 Schüsse bei anderen habe, wird 3 Millionen. Okay. Ich sag euch ehrlich, man kann eigentlich ehrlich glücklich sein, aber ich bin doch so abgefuckt auf dieses Drecksgame, Alter. Ich gebe einfach ab, ich gehe zu SBC, Jungs, sag ich ehrlich, schreibt mal in die Kommentare, ob ich damit glücklich sein kann. Also auf jeden Fall besser als ein Vinicius und Bellingham, 100%. Aber ja, Rot tut eigentlich trotzdem. Okay, Kane ist halt ja schon teurer als die meisten restlichen. Musiala war ja sogar auch nicht mehr drin. Mhm. Aber
Oder ich überlege gerade, ne, du hattest 4 Gegentore und eine rote, ne? Ich hatte letztes Mal nur eine rote und das war doppelt so teuer wie jetzt bei dir. Bro, ich sag euch ehrlich, manchmal, wenn man mehr Discards hat, discardet man weniger, aber wenn man einen Discard hat, trifft man auf einmal den besten. Weißt du noch letztes Jahr, wo du einen Discard gegen mich hattest, dann R9 getroffen hast. Wo 10 Müllspieler waren und du genau R9 getroffen hast, aber ja, ich gehe zur SBC. It is what it is. Okay, Freunde, wir sind am Ende angekommen. Kane, Hernandez und halt die 2 Bronze-Spieler. Wie gesagt, man kann sich eigentlich glücklich schätzen, dass er kein Vinicius Bellingham getroffen wurde. Trotzdem tut's weh. Einfach die ganze Week nicht umsonst gespielt. Ja, Bayern sind auf jeden Fall weg. Ich lasse die letzten Worte sehen. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Man, Kane ist schon echt eine mächtige Karte. Die hat auch immer 5 Millionen gekostet. Jetzt noch so 2,5. Aber ja, in Rot so, sowas kriege ich nie. Sowas könnt ihr eh nicht. Deswegen immerhin discard ich das dann bei anderen. Ist okay. Leute, lasst gerne ein Like, Abo da. Macht's gut. Haut rein. Bis dann. Ciao.